Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr merkt, ich wirke ein bisschen, zerstört, würde ich sagen. Liegt daran, dass das gestrige Feiern doch etwas heftig war. Meine Ohren fiepen auch so ein bisschen. Ich habe aber jetzt zumindest schon telefoniert, also ein paar Telefonate geführt, was gegessen, meine ganzen Kommentare beantwortet auf meinem Hauptkanal und ja, noch den Vlog von Rilo geschaut. Jetzt mache ich mich mal richtig fertig, meine Frisur und so. Und dann muss ich noch das Video drehen für den Hauptkanal. Das muss dringend fertig werden und ja, heute ist eigentlich der perfekte Tag dafür. Also mache ich das jetzt mal. Ich melde mich mal kurz wieder und zwar für den Vlog, denn ich habe gerade schon weit gedreht. Ihr seht hier das Setup aufgebaut mit den beiden Softboxen und da unten habe ich dann gedreht. Hier liegt noch ein bisschen Zeug rum, verraten tue ich euch aber noch nichts. Jedenfalls geht es um mein Handy und jetzt gerade ist meine Kamera einfach ausgegangen während des Drehens. War super scheiße, weil ich eben da keine Pause machen konnte gerade, sondern im Prozess war, wo ich eben selber auch zeitlich begrenzt war. Jedenfalls musste ich dann mein Handy für Zeitraffer benutzen. Die Qualität wird da nicht ganz so gut sein, aber ich hoffe, ihr vertragt das dann im finalen Video trotzdem. Jetzt gerade liegt mein Handy da in dieser Box drin, damit da nicht so viel Staub drauf kommt. Das muss jetzt mal ein bisschen liegen, damit das ja ein bisschen einziehen kann und so. Bin mal sehr gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Jetzt gerade, ja wie gesagt, muss ich mal eben den Akku hier von der großen Kamera laden. Wollte ich nur kurz darüber informieren. Denn ich habe immer beim Laden gedacht, ja, der Akku scheint ja voll zu sein. Denn an meinem Ladekabel ist hier so eine kleine LED. Da. Und die leuchtet grün, wenn der Akku gerade eben lädt. Allerdings geht sie aus, sobald der Akku voll ist. Und die war die ganze Zeit aus. Und ich dachte, ja, perfekt, der Akku ist voll. Aber in Wirklichkeit hatte ich das Ladekabel einfach nicht eingesteckt und deswegen hat der Akku nie geladen und ist jetzt dementsprechend komplett leer. Also ich lade ihn jetzt mal ein bisschen, wir sehen uns gleich wieder. So, der Akku dürfte jetzt soweit aufgeladen sein und ich nutze jetzt kurz noch die Zeit, um ein paar Zwischensequenzen zu drehen, weil ich jetzt eben 12 Stunden warten muss, bis das Handy komplett fertig ist. So, Shots sind auch fertig. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen entspannen. Denn ich muss sowieso jetzt mal einen Moment warten. Und dann werde ich wahrscheinlich schon mal ein bisschen schneiden. Denn den Vlog von gestern, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen, auch wenn er nicht so aussieht, aber aufwendiger, weil ich mit ganz vielen Handys geschnitten habe. Und die muss ich eben alle irgendwie zusammenschneiden. Das wird bestimmt witzig. Bin mal gespannt, wie die Aufnahmen geworden sind. Ich muss mir da gleich mal was überlegen, weil ich eben gerade mein Handy nicht benutzen kann, weil es liegen muss. Und ich muss trotzdem irgendwie die Aufnahmen darunter kriegen von gestern. Mal gucken, wie ich das hinbekomme, aber ich überlege mir da eben gleich was. Ja, man glaubt es kaum. Ich liege gerade im Bett, obwohl wir Samstagabend haben. Aber man hört es vielleicht noch, ich bin noch ein bisschen krank. Ich habe mir einfach freigenommen heute, nichts mehr gemacht. Gehe jetzt nicht mehr raus oder so, sondern bleib jetzt einfach hier. Gehe früh schlafen, stehe morgen wieder früh auf und dann hoffentlich wieder gesund und gestärkt. Mache ich mich dann an den Videoschnitt von dem Hauptkanalvideo und so weiter. Ich freue mich da jetzt schon so ein bisschen drauf, das noch nachzudrehen. Bin mal sehr gespannt, was da rauskommt. Außerdem gibt es noch ein bisschen Arbeit zu erledigen, die ich dann am Sonntag gut machen kann. Für euch wird es dann auch vielleicht einen etwas aufwendigeren Vlog geben. Mal schauen. Ich sage euch auf jeden Fall jetzt schon mal auf Wiedersehen, denn wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Vlog. Bis dann, haut rein. Und ciao.